So Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um den Nike Dunk Low X Off-White. Wir gucken uns den Schuh mal genau an. Ich habe ihn kaufen können. Ich will gar nicht lange drum rumreden. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie Mitro schon gesagt, in dem heutigen Video geht es um den Nike Dunk Low X Off-White. Ich konnte diesen Schuh kaufen und wir schauen uns den ganzen Schuh mal genauer an. Ich muss mich noch kurz entschuldigen, dass ich so lange inaktiv war auf dem Kanal. Aber ich gelobe Besserung, dementsprechend legen wir los und wir packen den Schuh einmal aus. Ich hatte das Glück, per Early Access den Schuh bei Nike kaufen zu können. Ich habe einfach eine Benachrichtigung bekommen, ich saß hier im Office und konnte ihn dann zufälligerweise kaufen, habe ihn auch direkt gekauft. Und da fängt das Ganze schon an. Wenn man den Schuh kauft oder die Möglichkeit hat, ihn zu kaufen, und das Ganze läuft, soweit ich weiß, noch bis zum 23. August, da müsst ihr einfach immer up to date sein, dass soweit ich weiß, kriegt man da Early Access, wenn man sich dafür interessiert, auf der Nike Sneakers App zwischen 8 bis 10 Uhr morgens. Und ich weiß nicht wieso, ich habe es auf jeden Fall gesehen, habe direkt zugeschlagen und habe den Schuh auch gekauft. Und hier haben wir das Ganze, kommt in so einer Verpackung, so sieht das Ganze hier aus. Man weiß im Prinzip nicht genau, was drin ist, denn es gibt 50 verschiedene Varianten von dem Schuh. Ich kann jetzt schon mal vorweg sagen, ich habe die Nummer 31 erwischt. Leider nicht die Nummer 1, leider nicht die Nummer 50 und dann gibt es noch eine Zwischennummer, ich suche die mal raus, ich meine Nummer 16 oder so. Das sind so ein bisschen speziellere Modelle, die anderen sind alle relativ gleich gehalten, aber ja, ziemlich cooler Schuh. Ich hole den Schuh mal hier raus, das Ganze sieht so aus, eingepackt in dem Off-White Nike Papier und dann haben wir hier halt die Schuhe. Ich habe, muss ich sagen, einen relativ auffälligen Colorway bekommen. Jetzt, was soll ich sagen, nicht so der optimalste Schuh, weil ich bin eher so der dezentere Typ. Aber wer das Ganze möchte, kann das auf jeden Fall für sich so ein bisschen noch abändern. Man hat typisch wie bei den ehemaligen Nike Dunks X Off-White diese Doppel-Laces. Man hat hier drüber nochmal so extra Laces gespannt. In dem Fall sind sie bei mir jetzt hier Neon-Orange. Die Lasche, die Mittellasche, ist bei mir in so einem lachsfarbenen Neon. Auch ganz cool. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr auffälliger Schuh und man muss sagen, wenn ich jetzt mal hier andere Nike Dunk Modelle, ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet, dazu hole. Eins habe ich noch. So, und da habe ich mit euch ja schon in dem früheren Video schon mal drüber geredet. Ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Die Qualität ist auf jeden Fall sehr, sehr nice bei dem Schuh. Wie das Ganze verarbeitet ist, wie das Ganze riecht. Man merkt auch wirklich, dass der Schuh deutlich hochwertiger ist als der Standard Nike Dunk, der dieses Jahr rauskam. Das hier zum Beispiel ist der Standard Nike Dunk, der dieses Jahr schon mehrfach rauskam. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ich glaube Panda, schwarz-weiß. Eigentlich ein cooler Schuh. Aber man merkt schon deutlich nochmal vom Schnitt, von den Materialien, dass er auf jeden Fall hochwertiger ist. Abgesehen von dieser customizten Laschenoption, die hier drauf ist und die Schnürsenkel und ja, aus grauem Wildleder. Ist auf jeden Fall an für sich ein sehr, sehr schöner, cleaner Schuh, weil man hat schon diese leicht angegilbte Sohle, dass das Ganze so ein bisschen Vintage-Optik hat. Innen drin nochmal dieses Silberpapier aufgedruckt mit diesem typischen Nike Off-White. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Schuh, aber mir, muss ich sagen, ganz ehrlich gesagt, schon ein bisschen zu bunt. Ich hätte mich mehr über eine, wie ich schon gesagt habe, eine cleanere Variante entschieden. Ansonsten hat man hier hinten nochmal so eine Lasche dran. Also vom Detailing ist der Schuh auf jeden Fall on point. Wer auf sowas steht und wer diese, ich sag mal, auffälligen Schuhe auf jeden Fall feiert, probiert das Ganze einfach auf der Nike Sneakers App. Wenn wir jetzt mal so einen Vergleich, so einen Oldschool und der hier ist von, ich weiß gar nicht, 2016, 2017. Ich habe das auch schon mal in meinem ehemaligen Video gesagt, eine Oldschool-Variante, die schon deutlich anders sind zu den heutzutage Nike Dunks. Kommt das von der Silhouette dem auf jeden Fall sehr, sehr nah. Der Schuh ist deutlich höher und ja, auf jeden Fall mehr standhaft. Sehr, sehr cool. Und hier haben wir noch die Nike Dunk Bayou Variante in diesem grauen, den ich mir mal selber gemacht habe, zum grauen Wildleder, ist auch sehr nice. Auch der sieht wiederum ganz anders aus. Also natürlich, es sind Kleinigkeiten, wenn man die Schuhe miteinander vergleicht, aber auf jeden Fall muss ich sagen, ich tue die ganzen anderen Schuhe mal wieder weg. Es geht ja hier um den Nike Dunk Off-White. Sehr, sehr cool. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich damit machen werde, ob ich ihn verkaufen werde oder
weiß nicht, also zurückschicken auf jeden Fall nicht, weil die sind auf jeden Fall schon ein paar Euro wert. Ich bin eigentlich nicht so der Reseller, muss ich zugestehen, aber in dem Fall muss ich mal überlegen, weil ich kann mich, sehe mich auf jeden Fall in dem Schuh selber nicht. Ist auf jeden Fall sehr nice. Andere Schuhvarianten, andere Farbvarianten hätte ich auf jeden Fall getragen, nicht den ganz schwarzen. Die erste Variante sowieso, aber ich glaube, wenn das Ganze ein bisschen cleaner gehalten wäre, hätte ich mich mehr darüber gefreut. Oder ich sag mal andere Töne wie Blau oder sowas. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Trotzdem ein sehr, sehr cooler Schuh. Und wer das Ganze bekommen möchte, ich verlinke nochmal alles unten in der Infobox. Ihr könnt es auf jeden Fall abchecken. Und ich werde jetzt hier nochmal ein paar Detailing-Video-Shots davon einblenden. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das war es an der Stelle wieder, ein ganz kurzes, knappes Video. Ich habe das Ganze euch so ein bisschen gezeigt. Die Vergleichsshots habt ihr auch gesehen in diesem Video B-Roll, wie das Ganze aussieht. Ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, mehrfach in dem Video ein sehr cooler Schuh. Ich bin auf jeden Fall mega dankbar, dass ich die Chance hatte, den zu kaufen. Ich habe euch auch gesagt, dass das im Prinzip nicht mein Colorway wäre, den ich tragen würde, weil man kauft so ein bisschen die, ja, wie das Überraschungsei. Man weiß nicht genau, wenn man die Chance überhaupt dazu hat. Das muss man sich erstmal vor Augen halten. Man muss erstmal eine Chance dazu bekommen, den Schuh zu kaufen, und dann kriegt man noch quasi ein Überraschungsei geliefert und weiß nicht genau, was man bekommt. Ist auf jeden Fall eine krasse Nummer und auf jeden Fall vom Konzept, vom Marketingtechnischen sehr nice gemacht von Nike, muss ich sagen, und der Schuh an für sich auch, wie schon gesagt, sehr cool. Alles andere ist eine Sache des persönlichen Geschmacks. Und wenn das ganze Video gefallen hat, auch wenn es ein bisschen kürzer war, lasst mir gerne ein Like da. Ich würde mich auch über ein Abo sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.